Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Ich darf deinen Namen glaube gar nicht erwähnen, ne? Das hast du mir nicht geschrieben, Freundchen. Okay, dann mach ich das lieber nicht, sonst kriege ich ein paar in die Fresse. Heute reagieren wir auf YouTube Kage Marcel Davis, ich vergesse immer seinen Namen, wie sein Name richtig ausgesprochen wird, und seine Terrororganisation 1 und 1. Ich bin sehr gespannt wie Flitzebogen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, deshalb lache ich gerade. Ich habe gerade 2 Sekunden gesehen, weil ich mir das auch von Handy nochmal hier in YouTube reingeguckt habe. Also ich weiß ungefähr, mal gucken, wie das Video so ist. Ich freue mich schon drauf. Und ja, da gucken wir mal rein, ne? Warnung, dieses Video nicht starten, wenn Eltern... Okay, dieses Video wenn starten, also wenn Eltern... Hallo, du redest noch gar nicht. Dieses Video starten, wenn Eltern in der Nähe sind, ne? Wenn Eltern in der Nähe sind, Video starten, alles wenn klar. Sie also Mutti, komm mal her, hol mal ein Bio. Achso, ich lebe ja gar nicht mehr zu Hause. Mit irgendetwas nicht zufrieden sind, dann reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich. Alter, stellt euch mal ohne Scheiße vor. Und das habe ich mir hier schon so angeguckt, ne? Stellt euch mal so vor, ne? Ihr habt so mit den so mit 1 und 1 so gerade Stress und der steht so vor der Tür. Also, steht so vor der Tür, so, lass mich rein. Was denn da bist? 1 und 1. Wie bist du hier überhaupt? Das Schlüssel hängt noch. Keine Einbruchsspuren. Und wir gehen erst wieder, wenn ihr an das läuft. Komm, fick, lass uns ficken wie ein Mann. Ah, geil, währenddessen eine Etage tiefer. Geil. Ich stell mir gerade so vor. Stellt euch mal so vor. Also, ihr werdet gerade, ihr macht so einen Stream oder sowas und ihr werdet gespottet, was ja in Deutschland gibt's ja Spot nie wirklich. Nee, Drachenlord, sagt er selber, was er Schwachsinn ist. Er wurde von der Feuerwehr geswattet, das ist kein Swatting. Aber egal, stell dir mal vor, so, er wird so geswattet, habt aber eigentlich so die Tür auf, die Wohnungstür, und die reißen hier Fensterscheiben ein, kloppen in mich so ein, so, und sag ich so, ja, aua, die Tür war da offen, sie hätten einfach reingehen können. Das wäre halt so geil. Hauen so meinen PC runter, so, machen hier meine Gedanken. Hauen hier meine ganzen Schränke, was gar nichts mit dem Einsatz zu tun hat, machen alles hier kaputt. Stell ich mir so voll geil vor. So, ich sitze so hier, die kommen so rein mit, kommen hier überall rein, kloppen so ganz halt so ein, machen hier alles kaputt. Und dann sagen die am Ende so, ja, gehört damit zum Einsatz, müssen sie gucken, ne? Müssen sie alles selber bezahlen. Ja, wir dachten, sie wären Terrorist, so müssen wir halt reagieren. Übelst Fresse blutig, Fenster kaputt, Fernsehgeräte hier, meine 3 Fernsehgeräte kaputt, meine Xboxen und sowas kaputt, das wäre total bescheuert. Hallo? Ja, genau. Da müsst ihr doch alles neu installieren. Herr Neumann, das hier ist unser DSL-Modell. Total verdammt. Zu Hause dann, einfach altes Modem raus. Startcode eingeben und der Modem installiert sich vollautomatisch ganz von allein. Total cool. Das ist okay. Warte, wo war das hier? Das muss ich mir nochmal angucken, tut mir leid. Ja. Weil das gehört gar nicht zum Einsatz, weißt du? Kommt so ein alter Opi, so, weißt du? Kommt so um die Ecke und der wird dann erstmal hier mit Pfefferspray vollgesprüht. Der gar nichts gemacht hat, der nur so von der Ecke so reinkommt. Jo, was ist denn hier los, ey? Vor allem, also Fensterscheibe, willst du? Da müsst ihr doch alles neu installieren. Herr Neumann, das hier ist unser DSG. Der Kuchen. Oh, Scheiße.
den Kuchen. Sagt die Polizei, Terrorgefahr. Oh, scheiße. Oh, ich schwitze schon wieder. Oh, schön, dass ich eine Jacke angezogen habe. Ich habe... Oh, scheiße. Oh, geil, ey. Das Video gefällt mir. Cooler, gefällt mir. Übelst geil gemacht, ey. Den Tisch hätten die einfach da stehen lassen können, weißt du? Nö. Einfach den Tisch mit. Ich stelle mir das gerade so vor. Die kommen bei mir rein. Das wiegt ja was, ne? Das wiegt ja, keine Ahnung, mit dem ganzen Zeug jetzt 200 Kilo oder mehr. Schmeißen die einfach so um, weißt du? Einfach so. Und mein Fernseher, der nichts dafür kann, weißt du? Die suchen ja mich, weißt du? Schmeißen die meinen Fernseher um. Die zwei Fernsehgeräte hier auch. Zu Hause dann, einfach altes Modem raus, Startcode eingeben und der Modem installiert sich vollautomatisch ganz von allein. Oh, das Video hat mich jetzt gekillt. Oh yeah. You gotta get swifty. You gotta get swifty in here. It's time to get swifty. Uh-oh. You gotta get swifty. Oh yeah. Tut mir bitte jetzt einen Gefallen, weil das ein Abonnent von mir ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt seinen Namen zeigen durfte. Ich mach's jetzt trotzdem. Du kannst mich dafür steinigen. Tut mir einen Gefallen, er macht echt geile Videos, ne? Tut mir einen Gefallen und geht mal wirklich dahin und lasst mal wirklich ein Abo da. Lasst mal ohne Mist mal ein Abo da. Tut mir mal, seid mal bitte so nett und lasst mal wirklich ein Abo da. Das wäre übelst nett. Das wäre richtig nett. Ich mache das gleich mit meinem Account, mit dem richtigen Account. Mache das nicht so gerne. Liegt einfach dran, dass ich so ein zugespammt werde hier mit den neuen Videos. Ich habe extra dafür... Handy-Account und ich lasse definitiv ein Abo da. Lass ihn mit dem Abo da. Würde mir echt, würde mich glücklich machen. Weil, cooles Video. Sehr, 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 sehr geiles Video. Wie du gesagt hast, tut mir leid, ich habe jetzt doch deinen Namen gezeigt. Ja, wie immer, der Gutste. Er ist bei mir unten verlinkt. Originalvideo findet ihr bei mir wieder ganz oben. Ich mache das nie wie andere YouTuber irgendwo in der Ecke unten. Wieder ganz oben kommt er direkt zum Original. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv da. Ich war kurz im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.